Ich habe einen Fake-Nike-Laden eröffnet mit hunderten Kunden und verschenke unsere Nike-Klamotten. Doch bevor wir zur Eskalation kommen, beginnen wir von vorne. Zuallererst brauchte ich ein Ladengeschäft und nach langem Suchen... Ich habe gerade 1,5 Stunden telefoniert. Aber wir haben endlich einen Laden. Wir haben jetzt diesen Laden hier für 2 Tage. Es gab einige Reaktionen und der eine oder andere hat es nicht geglaubt, dass wir wirklich einen Laden aufmachen. Das Coole ist ja erst sozusagen der zweite Part, der wahrscheinlich nicht kommen wird. Aber jetzt haben wir hier über 100 Quadratmeter. Und was gehört in den Laden genau? Die Klamotten. Wir haben jetzt hunderte Nike-Klamotten, die wir an euch verschenken werden. Denn wir sind ja Nike und besser als Nike und machen es kostenlos. Zuallererst in der Kollektion wieder das Classic-Shirt, aber überarbeitet mit einem kleineren Stick. Natürlich wieder die No-Cap-Cap. Mein neues Lieblingsshirt hier mit einem coolen Stick und hinten einem sexy Backprint. Das Lustige ist, die meisten Leute lesen gar nicht die Texte auf solchen T-Shirts und das ist Bullshit. Viel Spaß, wer das anzieht. Ansonsten haben wir noch 2 Handyhüllen, einmal die und einmal die. Und zu einem Laden gehört natürlich Werbung. Deshalb haben wir jetzt tausende Flyer, Aufkleber und Riesenplakate, die jetzt angebracht werden müssen. Bevor wir also zur absoluten Eskalation kommen, haben Aaron und ich erstmal die Plakate angebracht. Sieht doch top aus. Jede große Firma hat aber auch eine Menge Follower. Nike hat gerade 296. Da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Deshalb habe ich nach ein paar sehr coolen Tipps gesucht, wie ich Follower bekomme. Der beste Tipp ist 40 Euro für 10.000 Follower. Ich habe bezahlt und die ersten Follower sind auch schon da. Fast die 5.000 voll gemacht und es kommen wirklich sekündlich neue Follower. Nike wird fame. Morgen eröffnen wir und wir haben das Ganze schon vor einer Woche groß auf Social Media angekündigt. Ich hoffe, es wird nicht zu eskalieren. Und da war er, der Tag der Tage, an dem Nike endlich in die Öffentlichkeit getragen werden sollte, um der Welt endlich gute Klamotten bieten zu können. Ich hypte nochmal das komplette Team auf. Auf dir, Bob! Ja! Was sind wir? Besser als euch! Wir schreien jetzt einfach nochmal ja. Ja! Und öffnete die Tür. Wir haben 10 Uhr. Junge, what the fuck? Moin Jungs, was geht's? Was sind das so viele? Ich dachte, da kommt so viel. Leute, wir haben unseren ersten Kunden. Moin Jungs, was geht? Geht's euch gut? Jungs, ihr dürft dran drehen. Es ist die Handyhülle, Junge! Herzlichen Glückwunsch! Hast du mich auf YouTube abonniert? Ja. Du hast abonniert? Okay. Und Leute, ich habe gesagt, bei 50.000 Abonnenten verlose ich 50 Euro. Deshalb, mein Nutzer, mein Messer, hier hast du 50 Euro. Herzlichen Glückwunsch, danke, dass du abonniert hast. Du kannst gehen. Dasselbe mache ich zu den 100.000 mit 100 Euro, also abonniert schon mal. Wir haben den zweiten Kunden, komm her. Du hast das Special T-Shirt gewonnen. Das ist meiner Meinung nach auch der ganze Piece. Welche Größe hast du? Jungs, holt neue Leute rein. Wir brauchen Kunden. Du bist heute hier, um was zu machen? Gratis Sachen zu bekommen. Gratis Sachen zu bekommen. Das ist, was wir hören möchten. Herzlichen Glückwunsch, du hast die No-Cap-Cap gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, du bist ab sofort stolzer Träger von Nike. Nike war am Boomen. Minütlich kamen neue Kunden dazu. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Was hättest du gern am liebsten? Ein T-Shirt. Wieso das? Was hättest du am liebsten? Das schwarze T-Shirt. Wow, du hast das schwarze T-Shirt gewonnen! Auch dann fand ich mitten in der Nike-Community einen Verräter. Wieso sind die von Nike und nicht von Nike? Darf der jetzt eigentlich noch Klamotten haben? Doch ich ließ mich von dem Verräter nicht unterkriegen und führte die Mission, Nike durchzusetzen, weiter auf. Der Junge heißt auch Noel. Bist du stark? Nein. Okay, deshalb machst du jetzt 10 Liegestütze, sonst darfst du nicht drehen. 10 Liegestütze, mein Fuß ist kaputt. 1, 2, 5, 7, 9. Komm, noch eine. 10, ja! Okay, du hast eine Handyhülle gewonnen. Welches Handy hast du? iPhone 11. Doch dann direkt wie ein Stich ins Herz. Junge, wie viele Verräter haben wir hier? Er hat einfach eine Nike. Du hast jetzt auf jeden Fall eine bessere Handyhülle. Noel 2.0 hatte mich verraten. Doch ich sah es als Motivation, weiterzumachen. Hörst du mich? Ja. Sicher? Ja. Weiß ich nicht. Okay. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein T-Shirt gewonnen. Welche Größe hast du? Was machen wir heute? Anton, kennst du den Text? Gar nichts. Mittlerweile wuchs die Schlange so groß, dass wir kaum noch hinterherkamen. Hey Leute, die Schlange ist echt mittlerweile lang und deshalb lassen wir jetzt die hinterste Person einmal mal vor, denn wir möchten ja auch Leute glücklich machen. Wer ist am weitesten hinten? Du bist am weitesten hinten. Wie heißt du? Xaveri. Wie? Xaveri. Okay, auf jeden Fall darfst du jetzt als erster rein. Und da, wo ich dachte, es könnte nicht besser werden, bekamen wir Besuch. Was denken Sie eigentlich, was Sie hier tun? Was denken Sie eigentlich, was das hier soll? Ist das überhaupt abgeklärt? Haben Sie mal Ihre behördlichen Unterlagen? Können wir jetzt mal ernsthaft reden, junger Mann? Ja, Abstand ist da. Ja, ist das überhaupt mit den Herrschaften abgesprochen? Wir haben ihn daraufhin mit Nike-Klamotten bestochen und konnten weitermachen. Doch nach der ersten Hype-Phase verloren wir an Kunden und ich beschloss aufzubrechen und Werbung zu verteilen. Junge, es wird wirklich voll. Willst du dir was extra verdienen? Ja. Ich glaube, das sind 200 oder 100 Flyer. Die könntest du jetzt verteilen. Und sobald du hier hinkommst, ohne diese Flyer, kriegst du noch ein extra T-Shirt und darfst natürlich nochmal. Okay. Ich habe mir jetzt eine Crew zusammengerafft und wir werden jetzt Werbung verteilen und Nike
noch famer machen. Kennt ihr Nike? Ja. Das ist gute Nike. Das ist heute komplett gratis. Schau vorbei, scan den Code ein. Nimm das mal. Tschüss. We made a new Nike. It's called Nike. And our Nike is completely free. You can... Great, looks great. Während ich also unterwegs war, leitete Adrian den Laden. Sehr korrekt, einfach für seinen Freund hier was mitzubringen. Wer bist du? Stefan aus Batonne. Jetzt kommt die Frage, Nike ist besser als? Nike. Kennen Sie Nike? Ja. Wir haben ein neues Nike aufgemacht. Schau einmal vorbei. Wir haben ein eigenes Nike aufgemacht, aber ein viel besseres Nike. Das wird so geschrieben. Ja. Ist lustig, ne? Ist alles gratis, alle Klamotten. Kannst du gerne abchecken. Schau gerne vorbei. Ist eine weise Entscheidung. Ist besser als das echte. All free. All free. Okay. Danke dir. Nike viel krasser als ein normales Nike. Ist es viel krasser als ja, normales? Ja, viel besser, Digga. Schau vorbei. Mal gucken. Das sieht deutlich besser aus. Das ist nämlich das wahre Nike. Als ich dann zurück zum Laden kam, boomte er stärker als jemals zuvor. Ich unterschrieb Klamotten, machte Fotos, verschenkte Klamotten ohne Ende. Und selbst der Pizzabote durfte einmal im Glücksrad drehen. Möchten Sie ganz kurz reinkommen? Wir haben ein Glücksrad und Sie können was gewinnen. Gratis. Echt? Leute, bitte einmal einen Applaus für den Lieferanten. Sie haben ein T-Shirt gewonnen! Ich danke, ja. Okay, die No-Cap-Cap ist sold out. Du bist wieder da. Ich habe gesehen, du hast einige Flyer verteilt. Bitte schön. Und du darfst auch noch einmal drehen. Und du hast das andere T-Shirt gewonnen! Okay, Leute, mittlerweile sind fast alle Klamotten schon weg. Der Karton ist komplett leer. Wir haben nur noch 3 T-Shirts von denen und auch nur noch ein paar von den schwarzen. Handyhüllen auch fast keine mehr. Das ist crazy, Junge. Wo kommst du her? Ich komme aus Eusitown. Ohne Handyhülle. Okay, welches Handy hast du? Weiß ich nicht. Wir hatten wirklich fast nichts mehr zu verschenken und deshalb mussten wir zu anderen Mitteln greifen. Ganz kurze Frage, hat jemand Interesse an einem Glücksrad? Leute, wir haben hier jetzt 2 Kandidaten, die beide dieses Glücksrad gewinnen möchten. Wieso möchtest du es gewinnen? Weil es geil ist. Weil es absolut geil ist. Okay, ihr spielt Schnick, Schnack, Schnuck bis 3. Wer es bekommt, der bekommt es. Möchtest du Autogrammkarten stattdessen? Ja. Hier hast du ca. 1000 Autogrammkarten. Viel Spaß damit. Dir viel Spaß mit dem Glücksrad. Keine Ahnung, wie du das nach Hause bekommen möchtest. Und während das nicht genug Support für die Nike-Community passierte, das. Okay, Leute, wir haben hier eine Person, die hat extra einen Song für Nike geschrieben. Hallo, mein Name ist Liam und ich habe einen Song für Nike geschrieben. Meine Haare wären fresh wegen Nike. Meine Traumfrauen wären echt wegen Nike. Du kommst in jede Bar wegen Nike. Deine Träume wären wahr wegen Nike. Denn das ist Nike. Es ist viel besser als Nike. Ja, ich laber, kein Scheiß, kommt und nehmt euch ein Teil, denn das ist Nike. Okay, Leute, wir sind beim letzten T-Shirt angekommen. Du hast das letzte T-Shirt gewonnen! Wir hatten es geschafft, hunderte von Leuten von Nike zu überzeugen und mit endlich guten Klamotten auszurüsten. Und ich kann euch sagen, dass sich die Tausenden von Euros gelohnt haben, nur um glückliche Gesichter zu sehen. Doch was halten die Leute jetzt eigentlich von Nike? Wie sind deine Erfahrungen mit Nike? Besser als Nike. Besser als Nike. Ja, Nike ist nicht so gut. Nike, das hier, das ist prima, beste Qualität, alles an, passt auch wie angegossen. Nike ist besser als Nike und jetzt abonniert. An der Stelle nochmal fettes Dankeschön an die Spender. Sven, Leon, Fabian, Andes, Frederik, Nick, Moritz, Shivam und Cedric, vielen, vielen Dank. Kuss geht raus.